Wir kommen noch einmal zu einem sehr technischen Thema und ich bin sehr dankbar dafür, dass das heute hier aufgebracht und eingebracht wird, weil die Entwicklung im Betrieb von DSpace immer mehr in diese Richtung geht und viele Institutionen vergleichbare Anwendungsfälle haben. Hier geht es konkret darum, wie gehen wir damit um, Konfigurationen und Sprachdateien zu haben, sie releasen zu wollen, sie vielleicht in unsere CI/CD-Systeme oder durch unsere CI/CD-Systeme durchschleusen zu wollen. Und gleichzeitig dann aber auch den passenden Code dazu bereitzustellen. Und ich freue mich ganz besonders, dass dieser Vortrag von der Universität Leuphana kommt, die ja gerade Mitglied im Konsortium geworden ist und die mit ihrem DSpace jetzt relativ jung und frisch mit dabei ist, sage ich mal. Herr Mahnke, herzlich willkommen. Ja, wir müssen das eigentlich noch von den Seiten einstellen und Sie haben ein Glas und Wasser. Ja, perfekt. Ja. Ja, moin moin. Also ich bin Andreas Mahnke. Ich arbeite an der Leuphana-Universität in Lüneburg als Softwareentwickler und dort setzen wir DSpace ein. Und wir hatten schnell auch die Notwendigkeit, uns mit diesem Thema, wie gehen wir mit Konfigurationsdateien um, wie releasen wir die, wie können wir das testen, Anwendungsfälle. Ich werde da gleich mal gesondert drauf eingehen. Genau. Aber bevor ich loslege, würde ich gerne erstmal nochmal eine Frage quasi stellen und auch gleich beantworten, was DevOps eigentlich ist und wie ich das jetzt in dem Rahmen von dem Vortrag auch so verstehen würde. Also ich habe hier mal einen Auszug von Atlassian, die da eine sehr schöne Definition haben. Ich lese das eben mal vor. Unter DevOps versteht man diverse Praktiken, Tools und eine Kulturphilosophie, die die Prozesse zwischen Softwareentwicklungs- und IT-Teams automatisieren und integrieren. Im Vordergrund stehen dabei Teambefähigung, teamübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit sowie Technologieautomatisierung. Also wir sehen schon, es geht hier sehr viel um Automatisierungsthemen, aber auch um Kommunikation und Zusammenarbeit. In unserem Kontext wird das dann eher Zusammenarbeit zwischen den Fachabteilungen und der Entwicklungsabteilung sein. Aber da werden wir auch gleich nochmal dezidiert drauf eingehen. Vielleicht kurz zu uns. Wir haben ein DSpace-Repositorium, das nennt sich pubdata.leuphana.de. Wir sind gestartet als Forschungsdatenrepositorium und haben dann peu à peu auch die Publikationsdaten mit aufgenommen, angefangen mit alternativen Publikationsformaten, Audiodateien, Videodateien, wie gerade auch schon angesprochen worden sind, und jetzt auch klassische Dateien wie Dissertationen etc. Im Moment basieren wir noch auf DSpace 6, werden jetzt aber im Quartal 3 diesen Jahres auf DSpace 7 höchstwahrscheinlich sogar direkt auf DSpace 8 gehen. Das werden wir uns dann nochmal im Detail anschauen, ob das möglich ist oder ob wir da eventuell noch andere Fallstricke haben werden. Unser Repositorium bzw. die UI ist komplett bilingual, Deutsch und Englisch. Das betrifft sowohl die Seiten selber als auch die Anzeige von Metadaten letztendlich, so, die auf ID-Werten basieren. Kontinuierte Vokabularien oder Value-Pairs möchte ich da insbesondere nennen, wo man ja dann durchaus ID-Werte verspeichern kann. Da war es eine Anforderung, dass dann, wenn ein englischer Benutzer dann sich den Datensatz anzeigt, dass dann auch ID-Werte dann in der englischen Label-Repräsentation dargestellt werden, respektive auch auf Deutsch. Ich spreche das dediziert jetzt an, weil das bei DSpace 6 haben wir es halt implementiert, beziehungsweise konnten es nutzen, und in Richtung DSpace 7 waren da Anpassungen notwendig, auf die ich dann auch noch eingehen werde. Genau, und da ich ja schon die Bilingualität angesprochen habe, komme ich auch direkt zur Motivation des Ganzen. Also warum haben wir uns damit beschäftigt, die Konfigurationen aus DSpace und dann ja auch aus DSpace Angular herauszuziehen? Warum war das notwendig, sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen? Während der Entwicklung haben wir verschiedene Hürden erkannt. Zum einen war es notwendig, dass die Entwickler selbst die Texte einpflegen müssen. Das ist, wenn man ein Repositorium hat, wo man nur mit einer Sprache unterwegs ist, mag das noch möglich sein. Wenn wir aber jetzt mit mehreren Sprachen unterwegs sind und noch große Texte haben, die eigentlich von den Fachabteilungen ja definiert werden, die dann über die Entwickler einspielen zu lassen, ist das schon ein Zeitaufwand, der nicht unerheblich ist und auch sehr viele Kräfte dann bindet und die dann eigentlich woanders eher genutzt werden können. Des Weiteren war es notwendig, auch die Konfigurationsdateien in die Sprache zu pflegen. Also ich insbesondere konkrete Vokabularien, die man ja in DSpace 6 durchaus lokalisiert ablegen konnte, in DSpace 7 oder 8 vielleicht auch bald. Eingabeformulare hier zu nennen, wo man je Sprache ein dediziertes Eingabeformular XML pflegen muss, und natürlich die Oberflächentexte selbst. DSpace ist auch nicht hundertprozentig über Umgebungsvariablen konfigurierbar. So ist es notwendig, auch Konfigurationsdateien im Projekt selbst zu pflegen. Der Config-Ordner, der ist ja, glaube ich, jedem bekannt, wo auch Typen gepflegt werden, Entitätendefinitionen sind dort jetzt zu finden. All diese Sachen haben wir für uns erkannt. Es wäre sinnvoll, die herauszuziehen und separat
zu pflegen, sodass man sie separat halt testen, pflegen, konfigurieren kann, ohne immer das komplette Projekt anzufassen und einen kompletten Projekt-Rebuild zu haben. Ja, Thema Sprachanpassung, genau das Gleiche. Jede Sprachanpassung erfordert ein Rebuild. Das empfinden wir als langsam, träge und hindert uns daran, Sprachanpassung schnell nach Produktion zu bringen. Demzufolge werden auch Fehlkonfigurationen später als möglich entdeckt, da ich, wenn ich sie am Projekt pflege und ich keine Teststrecke dafür habe, eventuelle Konfigurationsfehler nicht direkt im CI finden kann, sondern vielleicht erst auf dem Testsystem durch die Fachabteilung oder auf Produktion. Daher haben wir für uns so einen Idealzustand definiert, den wir hoffentlich auch erreicht haben. Zum einen wäre es wünschenswert, dass die Fachabteilung selbst die Texte pflegen, das, wie ich ja schon erwähnt hatte. Das heißt, längere Texte, die fachlich sind, sollen direkt von den Kollegen in der CSV-Datei oder Ähnliches eingepflegt werden können und wir generieren daraus dann die Sprachdateien, automatisiert. Demzufolge hätten wir dann auch eine Reduzierung des Pflegeaufwandes durch die Verwendung von Generatoren und Templates und dann immer nur ein Template je Sprache. Das würde uns dann helfen, dass wir halt nicht duplizierte Dateien je Sprache haben müssen. Validierung der Konfigurationsdatei mittels CI habe ich schon angesprochen. Das ist für uns auch ein Must-Have, so dass wir halt Konfigurationsfehler reduzieren können und durch diese Fast-Feedback-Schleifen, die wir dadurch hier einziehen können, auch schnell merken, wenn irgendetwas nicht korrekt ist. Ja, und wie auch schon angesprochen, Textanpassungen und Konfigurationen sollten ohne Applikationsrebuild notwendig sein. Wir arbeiten bei uns in der containerisierten Umgebung. Das heißt, unsere DSpace und DSpace Angular-Projekte sind halt letztendlich Docker-Container. Und ich möchte nicht den Container neu bauen, nur weil ich eine Sprache geändert, einen String geändert habe. Das erachten wir als nicht notwendig. Genau, dann komme ich mal zur Umsetzung, weil wie sind wir hier überhaupt vorgegangen? Bevor wir uns damit beschäftigt haben, diese Konfiguration herauszuziehen, haben wir erstmal geschaut, was müssen wir eigentlich rausziehen? Welche Konfigurationen sind für uns relevant? Ich zeige gleich auf einer anderen Slide, was das alles ist. Auf jeden Fall war es halt notwendig zu erkennen, welche wir rausziehen wollen und welche nicht. Dann mussten wir schauen, was müssen wir an den DSpace und DSpace Angular Projekten eigentlich ändern, damit zum einen Funktionalität, wie sie in DSpace 6 bei uns funktionierte, weiterhin funktionieren wird. Beziehungsweise wie können wir es schaffen, dass auch diese Ansätze, wie gehen wir mit Sprachdateien um, wie laden wir das in die Umgebung, ohne den Container neu zu bauen, was müssen wir da anpassen, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Dann haben wir natürlich die Oberflächentexte erstmal in das CSV-Format überführen müssen. In Angular ist es jetzt ja so, dass man diese JSON-Files hat, die vielleicht der eine oder andere kennt. Die haben wir dann halt konvertiert zu CSV, damit wir dann letztendlich dann automatisiert wieder JSON-Dateien erstellen können. Und natürlich mussten wir auch gucken, wie setzen wir das Ganze um, mit welcher Sprache oder mit welchem Tooling. Es war notwendig, eine Sprache oder ein Tooling zu haben, was alle relevanten Dateiformate gut unterstützen kann, also CSV, JSON, XML. Es muss elegante Optionen vorhanden sein, um diese Daten zu verarbeiten und auch zu verändern. Und eine Template-Engine war hier unumgänglich, um halt Templates zu erstellen, wo dann die einzelnen Konfigurationsparameter auf Basis von, Konfigurationspflege durch die Kollegen dann reingereichert werden kann. Wir haben da Ruby dann eingesetzt. Vielleicht kennt der eine oder andere auch die Sprache. Kann ich eigentlich jedem mal ans Herz legen, wenn man mal eine neue Sprache lernen möchte. Ist ganz elegant und macht Spaß, damit zu arbeiten. Ja, bevor ich das Projekt selbst einmal in der Struktur zeige, hatte ich ja angesprochen, dass wir an DSpace und an DSpace Angular selbst Anpassungen machen mussten. Fange ich mal mit DSpace an. In DSpace 6 war es ja so, dass kontrollierte Vokabularien lokalisiert vorhanden waren. Also das heißt, wenn ich ein kontrolliertes Vokabular habe wie country, also Länder, und eine Datei country_de.xml hätte, kann ich dort lokalisiert die deutschen Labels für dieses kontrollierte Vokabular vorhalten, country.xml dann entsprechend das Englische. Und die Applikation hat dann anhand der Locale des Benutzers dann erkannt, welche Datei oder welches Kontrollvokabular jetzt genutzt werden soll. In DSpace 7 ging das so out of the box nicht. Das war unimplementiert. Und wir haben es jetzt mit dem Pull-Request umgesetzt, dass es jetzt wieder funktioniert. Also man kann dann wieder lokalisiert die Kontrollvokabularien nutzen. Und zudem haben wir eingebaut in DSpace 7, was wir auch in DSpace 6 selbst eingebaut haben, die Speicherung der IDs des kontrollierten Vokabulars anstelle der Werte. Das hat den Hintergrund, wenn wir in der Lage sein wollen, im Frontend die Labels der kontrollierten Vokabularien sprachspezifisch anzeigen zu lassen, müssen wir die IDs speichern, sodass wir dann im Frontend nachher wieder sagen können, okay, deutsche Locale, deutscher Wert, englische Locale, englischer Wert. Das macht es dann einfach und konsistent in der UI.
Ja, der Pull-Request ist noch offen. Mal schauen, vielleicht geht er noch mit rein. Ansonsten vielleicht beim nächsten Mal, hups, Alter. Ja, ähnliches beim DSpace Angular-Projekt. In DSpace 6 waren wir in der Lage, wir benutzten damals die JSP-UI. Da konnte man ja dann mit einer Message-Properties-Datei je Sprache arbeiten und die konnte man einfach in den Container von der Seite reinladen und hatte dann die Sprachen zur Laufzeit immer im Griff, möchte ich mal so sagen. Bei DSpace Angular geht das so nicht mehr. Da ist ja dadurch, dass der Angular-Build mit Webpack die JSON-Dateien prozessiert und auch die Datei-Hash-Werte MD5-Summen über die JSON-Files quasi mit in das JavaScript-Kompilat packt, ist es nicht ohne weiteres möglich, das zur Laufzeit zu überschreiben. Wir haben da einen kleinen Hook eingebaut, den man über eine Umgebungsvariable aktivieren kann. Der bewirkt, dass wenn Sprachdateien in der Runtime liegen und dieser Wert gesetzt ist, dass dann Angular beim Starten sich diese Sprachdateien anschaut und die dort vorliegenden Hash-Werte nimmt anstelle derer, die im Kompilat vorhanden sind. Klingt ein bisschen technisch, ist es auch. Man merkt auch daran, dass dieser Pull-Request noch in der Diskussion ist. Der wurde also nicht reviewed oder angenommen, weil er voraussetzt, dass man ein Scripting im Haus hat, dass man in der Lage ist, diese Language-Files zu generieren. Was das bedeutet, sehen wir gleich. Das sind nämlich nicht nur zwei Dateien, das bedeutet, es sind vier Dateien pro Sprache. Und das kann unter Umständen schon sehr aufwendig sein dementsprechend war das noch nicht so. Das gesehen wurde, das wäre vielleicht für viele Institutionen sinnvoll. Falls es aber doch für euch von Interesse ist, gerne ein Upvote, dann geht das wieder ein bisschen in die Diskussion und wir kommen da vielleicht noch ein bisschen weiter. Genau. Kommen wir zum Projekt selbst. Also wir haben dann, wie gesagt, ein neues Projekt separat neben DSpace und DSpace Angular bei uns im Haus erstellt. Das besteht zum einen aus dem sogenannten Resource Generator. Das ist dann eine Ruby-Applikation, wo wir verschiedene Generatoren liegen haben, die dann die verschiedenen Aspekte prozessieren. Also das heißt, wir haben ein Skript, was dann die Angular-Übersetzung generiert, ein Skript, was kontrollierte Vokabularien generiert, Stammdaten prozessiert, die Forms generiert, wie auch immer. Wie genau diese Generatoren aussehen, werde ich gleich am Beispiel mal zeigen. Ich zeige drei Beispielgeneratoren, eher so schematisch, wie sie funktionieren. Das gibt dann vielleicht auch eine Idee, was man selber machen kann oder was wir uns dabei eigentlich gedacht haben. Ich würde mal anfangen mit dem Submission Forms Generator. Das Submission Forms, glaube ich, kennt ja jeder und jeder weiß, wie schmerzvoll die manchmal sind. Es ist ja so, dass wir zum einen die Submission Form selbst haben, wo man die einzelnen Metadatenfelder pflegt und dann hat man die Form-Value-Pairs. Das ist ja ein Sammelsurium von Wertepaaren, die man dann in den einzelnen Formelementen ansteuern kann, wenn man so eine Picklisten oder Checkboxen haben möchte, um bestimmte Werte halt auswählen zu können und verspeichern zu können. Diese Wertepaare haben wir rausgezogen und in ein YAML-Format gebracht, weil das durch Nicht-ITler besser pflegbar ist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Kollege Rechtschreibfehler findet und das heißt nicht audiovisuelle Medien, sondern audiovisueller Medien oder so, dann könnte das jetzt ein Nicht-ITler einfach pflegen und der Generator würde loslaufen und würde dann das richtige XML dann entsprechend generieren. Und das sieht dann so aus, das sieht dann so aus, dass dieses Skript dann diese Dateien alle einliest und dann letztendlich auf Basis des Templates, der YAML-Dateien und auch der Field-Text, die wir in einer CSV-Datei gespeichert haben, die konkreten Sprachausprägungen generiert. Also jetzt einmal hier als Beispiel für Deutsch, unten dann die deutschen Wertepaare und in der englischen wäre das dann für die englischen Wertepaare so umgesetzt. Dann als Beispiel vielleicht, wie wir mit kontrollierten Vokabularien umgehen. Hier als Beispiel haben wir zwei Quellen für kontrollierte Vokabularien. Einmal die Countries CSV, das ist ein Abzug von der ISO 31162 von dem Standard. Und dann haben wir noch einen anderen Standard für die Sprachen. Das ist auch ein Abzug, das ist ein Tabulator-File. Da man hier verschiedene Quellen durchaus haben kann, man kann auch durchaus überlegen, SQL-Exporte oder so zu prozessieren, haben wir uns gedacht, wir haben halt ein Skript, welches andere Skripte aufruft, die immer GenerateRB heißen. Da kann man also über eine Schleife dann gehen und alle durchprozessieren und die kapseln dann die eigentliche Logik weg. So, in dem Fall liest dann das eine die ISO-Datei für die Sprachen ein und das andere die Länder und beide generieren dann die entsprechenden kontrollierten Vokabularien in dem spezifizierten Format dann, ne? Dass man dann da die ID-Werte hat und die Labels, einmal für Deutsch, einmal für Englisch. Und dann noch als drittes Beispiel vielleicht die Sprachdateien, extra als drittes, weil wir dort nämlich dann die vorab generierten Dateien mitnutzen können als Quelle, um wieder mehr zu generieren. Also wir haben dann zum einen die
Translations CSV, welche ja die Texte beinhaltet, die durch die Fachabteilung dann gepflegt werden können, für Hilfeseiten, für die UI an allen Stellen. Und dann halt die konkreten Vokabularien, die ja Werte enthalten, ID-Wert zu Label, was wir auch brauchen, um die Metadaten nachher anzeigen zu können. Und genauso sieht es auch aus in der Submission Forms XML. Da haben wir die Wertepaare, die ja auch ID-Wert und Label wieder haben, was wir brauchen in der Anzeige, um eine konsistente Anzeige zu generieren. Wenn wir das dann auch prozessieren lassen, bekommen wir am Ende die Sprachdateien. Ich habe schon erwähnt, die sind 4 Dateien pro Sprache. Da hat man einmal die JSON-5-Datei, die dann einfach ja, alle Daten in JSON-Format hat, ein Konglomerat aus allen Quellen. Und dann die Datei, die den Hash enthält und natürlich noch die komprimierten Brotli- und gzip-Files, die wir dann halt brauchen. Ja, das ist dann so halt das, was man als Sprachdateien braucht, um das nutzen zu können. Am Ende des Tages haben wir dann ganz viele Konfigurationsdateien erstellt, die dann kontextabhängig im Zielformat vorliegen. Internationalisierung, konkrete Vokabularien und Submission Forms habe ich gezeigt. Stammdaten überspringe ich mal. Verfahren war aber ähnlich. Wir generieren halt ein eigenes Stammdatenset, damit wir DSpace immer wieder von Scratch hochfahren können und unsere Collections etc. alle schon da sind. Das machen wir auch alles automatisiert. Würde ich jetzt aber heute nicht zeigen wollen, da ich sonst aus der Zeit laufe. Komme ich noch kurz zur Anwendung. Also wie können wir es schaffen, ja, das zu nutzen? Also wenn jetzt ein Kollege oder auch eine Kollege aus der Fachabteilung etwas an den Ressourcen ändert, einen Text ändert, was auch immer, dann lösen wir in GitLab ein CI-Bild aus, der diese Konfiguration erstellt und validiert. Sollte es einen Fehler geben, dann wird das dementsprechend angezeigt. Es wird auch eine Mail an den Autoren versendet. Das ist halt Standardfunktionalität von Continuous Integration Systemen, die wir hier für uns nutzen können. Und was der Bild auch tut, ist, er paketiert die ganzen Konfigurationen und legt sie in der sogenannten GitLab Package Registry ab. Dann hat man halt ein binäres Artefakt, was man releasen und nachnutzen kann. Diese ja, releaseden Artefakte liegen dann halt, wie gesagt, in der Registry. Unser DSpace-System sieht so aus, dass wir einen Systemd-Service als Eingangspunkt haben, der dann im Pre-Step sozusagen sich die Ressourcen zieht, die für die jeweilige Stage konfiguriert sind. Also hier als Beispiel für Produktion haben wir V1.1.0. Im Testsystem würde man immer mit Latest arbeiten, sodass wir durch einen Restart jede Stunde dann immer die aktuellen Sprachen hätten oder die aktuellen Konfigurationen, die von Kollegen autark eingepflegt worden sind, sodass wir auch schnell Feedback bekommen auf dem Testsystem. Ja, genau. Das heißt, diese Dateien werden dann gezogen und durch die jeweiligen Container dann an die entsprechende Stelle innerhalb des Containers gesynkt. Jetzt als kleines Beispiel hier sieht man, dass man durch einfache Copy-Befehle im Entry-Point zum Beispiel dann die Sprachdateien an die entsprechende Stelle im Angular-Container packen kann und da würde dann unser Hook wieder greifen und die Hash-Werte für Angular so setzen, dass die Sprachen direkt ja, so genutzt werden und der Benutzer die entsprechenden Sprachen und die Texte so sieht, wie sie sein sollen. So. Würde ich schnell zum Resümee kommen. Ja, diese Generierung und dieses separate Releasen der Konfiguration ermöglicht uns eine robuste DSpace-Konfiguration, da wir alle Konfigurationsdateien ja auch validieren lassen durch Schema-Validierung. Da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also man kann einmal seit Schema validieren, man kann auch inhaltlich validieren, da ist sehr viel möglich. Wir sind schnell in der Lage, Texte und Konfigurationen produktiv zu setzen. Gerade Texte sind da schon recht wichtig. Wir haben das öfter den Fall, dass wir haben uns verschrieben, wir müssen nochmal schnell, oder der Link funktioniert nicht, setz den Link mal neu und so. Oder wir setzen den Link eben neu und das klappt schon ganz gut. Der Aufwand der Lokalisierung ist jetzt deutlich reduziert, dadurch, dass wir nur noch eine Datei pflegen müssen, je Kontext, also eine Submission-Form, etc. Das erleichtert uns die Pflege einerseits dort und auch, dass die Fachabteilungen selbst die Texte pflegen können. Entlastet uns als Entwickler und motiviert auch die Fachabteilungskollegen, weil ich erinnere mich, da kam einmal ein Kollege rein, kannst du das mal für mich ändern? Sag ich, nee, das kannst du doch selber machen. Oh, das kann ich selber machen, das ist ja toll, wunderbar. Und das ist schön. Ne? Dann haben die halt eine Motivation, die können selber etwas tun, wir sind entlastet, können andere Dinge tun. Und das kann ich dann nur sagen, dass Prozessverbesserungen durch Anwendung von DevOps-Prinzipien hier durchaus etwas bringt. In dem Sinne, herzlichen Dank.